Du bist junger Torwart oder junge Torhüterin und möchtest mal wissen, worauf so ein NLZ-Trainer achtet, wenn er auf der Suche nach neuen Talenten ist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich habe mir mal einen NLZ-Trainer eingeladen, habe den mal von oben nach unten, von links nach quer mit Fragen gelöchert und wollte von dem mal genau wissen, hey, auf was achtest du so, wenn du auf der Suche nach neuen Talenten bist? Ist eine super Hilfe für dich, um einzuschätzen, Mensch, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Oder wenn du mal gesichtet werden möchtest, dann weißt du nach diesem Video ungefähr, auf was du so achten musst. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier in der Fängerschmiede, dem Torwartkanal für den Amateurbereich. Ja, NLZ, Nachwuchsleistungszentrum, das sind so die Ausbildungsstätten der Profivereine. Dahin werden neue Torwarttalente eben eingeladen und werden dort ausgebildet. Aber wie kommt es dazu, dass diese jungen Torhüter und Torhüterinnen da eben landen? Das ist so, dass diese Scouts, so werden diese Beobachter genannt, eben rausgeschickt werden von den Bundesliga-Vereinen in die umliegenden Städte und Dörfer und da sollen die eben nach neuen Talenten suchen. Und mich hat mal interessiert, weil ich das auch selber oft gefragt werde, worauf achtet denn so ein NLZ-Trainer, wenn er auf der Suche nach so einem 10-jährigen Torwart ist oder einer 11-jährigen Torhüterin, welche Dinge sind da wichtig? Und das habe ich den mal gefragt von A bis Z und super interessantes Video, waren teilweise andere Dinge, als ich gedacht hätte, also die Dinge, auf die geachtet wird. Super interessant deswegen und ja, viel Spaß bei dem Video und bis später. Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Daniel, und schon mal vielen lieben Dank, dass das mit uns beiden geklappt hat. Wir mussten Termine aus verschiedensten Gründen hier und da mal verschieben und ja, wunderbar, dass du jetzt hier sitzt und wir so ein bisschen über Torwarttraining quatschen können und speziell über das Torwarttraining an einem NLZ. Ja, und das finde ich super spannend, das Thema, weil wir ja so ein bisschen darüber quatschen wollen, wie ihr als Bundesliga-Verein an neue Talente kommt, wie das so funktioniert, das Scouting bei dir im Jugendbereich und so weiter und so fort, nämlich für diejenigen, die sich dafür interessieren und vielleicht auch noch mal mehr vorhaben in ihrer Karriere, dass sie so ein bisschen so einen Leitfaden haben, so einen leichten, woran man sich orientieren kann, was zu machen ist, worauf zu achten ist und so weiter und so fort. Und ja, es wäre cool, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Ich sage es mal vorab schon mal, wie deine Pressebeauftragte hat ja uns nicht gestattet, über den Verein zu sprechen. Aber das kannst du gleich selber nochmal kurz sagen und vielleicht passend umschreiben. Dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wo du arbeitest. Ja, hallo erstmal oder guten Morgen auch an alle und dann auch an dich. Genau. Mein Name ist Daniel Weinzierl, bin 33 Jahre alt, Torwarttrainer und arbeite in einem NLZ eines bayerischen Bundesligisten. Und bin jetzt seit fast 10 Jahren Torwarttrainer und die letzten 5, 6 Jahre im Leistungsbereich tätig, auch Herren und seit 4, 5 Jahren im NLZ tätig. War vorher auch in einem anderen NLZ. Genau, und freut mich, dass ich heute ein bisschen drüber reden darf und bin aktuell jetzt seit den letzten 2 Jahren im Grundlagenbereich. Genau, so viel zu meiner Person. Genau, super. Vielen lieben Dank. Kannst du vielleicht sagen, in welcher Altersklasse du da ungefähr unterwegs bist, damit sich die Jungs und Mädels und Damen und Herren, die sich das hier anschauen, so ein bisschen so ein Bild davon machen können? Ja klar, also aktuell ist es U11 bis U9, wobei ich aktuell nur in der U11 ein Torwart habe. Genau, aber ansonsten habe ich eigentlich alle Bereiche schon gehabt, also auch Herren. Das Einzige, was ich noch nicht trainiert habe, ist U17. Genau. Okay. Ja, cool. Es soll ja so ein bisschen darum gehen, um die Frage, wo bekommt ein renommierter Bundesliga-Verein die neuen Talente her? Die wachsen ja bei euch auch nicht auf dem Baum. Ihr bedient euch ja so im Prinzip so ein bisschen bei umliegenden Vereinen, bei Dorfvereinen, schickt Scouts raus. Die zentrale Frage heute ist ja einfach auch, worauf achtet ihr so? Gehst du selber auch raus oder machen das eigene Scouts? Wie läuft das so? Also wo bekommt ihr, also zentrale Frage ist, wo bekommt ihr neue Spieler und Spielerinnen her, wenn ihr da wieder auf die Suche geht? Unterschiedlich natürlich, so wie du gerade schon gesagt hast, sind natürlich Scouts von uns unterwegs. In seltenen Fällen bin ich auch unterwegs, das kommt aber sehr selten vor. An sich sind die Scouts unterwegs und wenn dann einer gesichtet wurde, mehrmals gesehen wurde, wird der bei uns ins Probetraining eingeladen
Und mir sind immer drei Sachen wichtig. Also das ist unabhängig vom jetzigen Verein oder auch vom damaligen Verein. Das war schon immer so bei mir, dass ich immer auf drei Sachen geachtet habe. Einmal darauf, wie bewegt er sich. Also ist er ein Bewegungstalent. Das ist extrem wichtig. Dann ist er mutig, hat keine Angst. Das sollte wichtig sein als Torwart. Und die letzte Fähigkeit, dass er halt auch am Fuß gut ist und da bestimmte ja auch Bewegungstalentanzeichen mitbringt. Also das ist auch so, hatte ich auch schon jetzt so in meiner Trainererfahrung, dass Kinder, die noch nicht so die Erfahrung am Fuß hatten, weil sie es eher später gelernt haben, aber Bewegungstalente sind, kann man das schon ausgleichen. Aber an sich ist es schon wichtig, dass man halt auch am Fuß gut ist. Weil diese Zeit, die man halt dann da rein investieren muss, oder halt auch das Kind, die fehlt natürlich einem im Training dann für andere Bereiche. Wobei natürlich die Torhüter in der Altersklasse, gehen wir jetzt mal von U11 aus, natürlich auch im Training viel im Feld mitspielen. Also wenn jetzt 40 Minuten Torwarttraining ist, dann heißt es nicht, dass die danach gleich in die Kiste gehen oder immer in die Kiste gehen, dass die auch einfach danach noch 40 Minuten im Feld mitspielen. Genau, so viel mal dazu in Kurzform. Ja, finde ich sehr interessant. Du hast ja gesagt, dass du auf die Beweglichkeit achtest, auf Mut und auch die fußballerischen Fähigkeiten. Und das Wort ich sag mal, der Fähigkeiten ist gar nicht so sehr genannt. Also es ist gar nicht so wichtig, dass es schon ein guter Torwart ist, dass der technisch gut ist zum Beispiel oder Torhüterin ist, sondern es wird eben darauf geachtet, was könnte ich da womöglich noch draus basteln, sage ich mal in Anführungsstrichen, als Trainer. So ist es ja im Prinzip. Also es ist ja nicht so, dass ihr gerade im Jugendbereich nach einem schon gut ausgebildeten Torwart sucht, was ja in dem Alter sowieso schwer ist, sondern ihr achtet mehr so auf die Randbedingungen. Also dass ihr schaut euch den an, seht, der ist beweglich, der ist mutig. Da könnte man, wenn man den jetzt zu uns einlädt, ins NLZ, da könnte man dann perspektivisch noch was draus basteln. So ist es ja im Prinzip, ne? Ja, genau, kann man sagen. Und wichtig ist natürlich auch, wie lernfähig ist er, wie schnell lernt das Kind. Und genau, muss nicht sofort jeder der perfekte Torwart sein und jeden Ball perfekt fangen. Aber Beweglichkeit und dieser Mut, die sind halt wirklich extrem wichtig, was jetzt auch so meine Erfahrungen waren in den letzten Jahren. Wenn man das nicht hat, dann wird es leider echt schwierig. Ja, das gerade das Thema Mut, da bekomme ich auch viele Anfragen auf meinem Kanal dazu, wo gesagt wird, man stellt vorm Ball oder mein Sohn hat man stellt vorm Ball oder meine Tochter, wie kann ich das wegbekommen? Es ist immer, man kann das sicherlich auch ein Stück weit trainieren, es ist aber immer besser, finde ich, da kannst du ja mal was zu sagen, wenn man das in die Wiege gelegt bekommen hat, ne? Also wenn man grundsätzlich nicht so viel Angst vorm Ball hat. Als wenn man dann nachher zusieht, dass man das irgendwie raustrainiert, ne? Ja, das stimmt. Mut ist, wie du auch schon gesagt hast, natürlich wichtig. Man kann es natürlich in die Wiege gelegt bekommen, schon haben. Gibt viele Kinder, da habe ich zum Beispiel auch dazu gehört, die sind einfach vom Baum gesprungen, haben sich nichts dabei gedacht, viel draußen unterwegs gewesen. Ja, man sagt ja immer, na, Torhüter müssen so ein bisschen so einen Pfeil im Kopf haben, so positive Verrücktheit, so ein bisschen ist natürlich Definitiv. was dran. Genau, wobei ich jetzt nicht damit meine, dass hinten der Torwart so à la Riemann oder Kahn seine komplette Hintermannschaft, sage ich mal, zusammenbrüllt. Es gibt ja auch die totale Gegenteile heutzutage in der Bundesliga, die komplett ruhig sind, aber so ein bisschen verrückt muss man schon irgendwie sein, weil wer lässt sich sonst, ja, sage ich mal, freiwillig abschießen manchmal, auch ins Gesicht oder andere Körperteile. Und ja, da ist es natürlich sehr wichtig, wie man natürlich dazu kommen kann. Wenn man natürlich Angst hat, ist es natürlich schwierig, heißt aber nicht, dass es, sage ich mal, nicht möglich ist. Ich sage es mal so, bei uns wird es dann vielleicht schwierig, wobei ich das jetzt nicht pauschal, sagen möchte. Aber jetzt, ich sage mal so, für die anderen Bereiche kann man das natürlich einfach runterbrechen, dass man, sage ich mal, erstmal aus dem Kniestand trainiert, erstmal oder mit Softbällen und
dann das Kind da langsam ranführt, es methodisch einfach runterbricht, einfacher macht und dann einfach je nachdem die Schussstärke dann ändert. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass natürlich so entwicklungsbedingt der Mensch natürlich immer vor Sachen Angst hat und hatte, die auf ihn zukommen. Ist ja normal. Also sagt ja keiner, ja, jetzt fliegt mir was entgegen, ich gehe dem entgegen, sondern ja, es kommt was und ich hau halt ab. Und bei vielen Menschen ist es natürlich noch im Kopf einfach so drin, weil das eine Gefahr ist. Genau so viel zu dem Thema in Kurzform. Ja, absolut interessant, wie der so vorgeht, auf was ihr achtet. Jetzt war ich früher als Junge, war etwas untersetzt, also war ein bisschen übergewichtig, war aber ganz gut im Tor. Ist das auch ein Punkt, wo ihr sagt, Mensch, der ist eigentlich oder hatten einige Kilos zu viel drauf, trotzdem beweglich, trotzdem mutig, laden wir trotzdem ein? Oder ist das so eine Sache, wo du sagst, schwierig, weil man dann da auch noch dran arbeiten muss, dass man die Kilos wieder runterbekommt und sowas alles. Wie wird denn so ein Kind dann gesehen oder so ein Spieler gesehen bei euch? Ist natürlich heutzutage ein schwieriges Thema, weil es in der Öffentlichkeit einfach auch mehr gesehen wird mit Bodyshaming und Ja. etc. Genau, was ja auch auf der anderen Seite auch richtig ist, dass es ein sensibles Thema ist. Es ist natürlich schon wichtig, dass er auch ein Bewegungstalent ist, dass man sieht, es sind flüssige Bewegungen da, eine bestimmte Agilität, die natürlich auch vorkommen kann in deinem gerade beschriebenen Beispiel. Und oft ist es ja auch so, dass, da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, bei Kindern sich der Körper einfach was ansammelt, um fürs Wachstum sich vorzubereiten. Und nach einigen Monaten, ja, war das weg. Genau, natürlich gehört, weil wir sind ja da schon, auch wenn es noch Kinderfußball ist, schon so ein bisschen im Leistungsfußball ja drin, gehört natürlich schon eine, sag ich mal, gewisse Sportlichkeit dazu, wobei man natürlich nie weiß, woher es kommt. Ist es die Ernährung? Ist es irgendeine Erkrankung? Da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Aber an sich, sag ich mal, ist es keine Einschränkung, wenn halt die Beweglichkeit und ja, alles dabei stimmt. Ja, Genau. man kann ja trotzdem, auch wenn man ein paar Kilos zu viel ist, sieht man trotzdem, ob jemand beweglich ist oder eben nicht, ne? Und dann, wenn alles andere stimmt, dann wird das ja auch kein Grund sein, den nicht irgendwie mal zu berücksichtigen oder nochmal anzuschauen. Genau, definitiv. Eins der zentralsten Punkte bei einer Torwartbewertung, die auch aber immer auch am meisten polarisieren aus meiner Sicht, ist die Größe. Da sagen gerade im Herren- oder Erwachsenenbereich generell, sagen viele, das ist ein entscheidendes Maß. Es sagen aber auch viele, das ist nicht unwichtig, aber nicht das entscheidende Kriterium für einen guten Torwart oder eine Voraussetzung für einen guten Torwart. Wie ist das im Kinderbereich? Achtet man da auch schon darauf, dass, ich sag mal so, das Kind schon relativ groß ist für den Jahrgang? Guckt sich denn auch mal vielleicht Mama und Papa an, wie groß die sind? Oder ist das euch erstmal völlig egal bei der Sichtung, ich sag mal, von 9, 10, 11-Jährigen? Da kann ich jetzt so erstmal so allgemein sprechen für meine Erfahrung, wo ich so die letzten Jahre war. Größe ist natürlich, sage ich mal, für später dann schon ein Thema, wenn es dann so spätes Jugendalter, Erwachsenenbereich natürlich geht, aber im Kinderbereich ist es kein Thema. Wobei ich schon Trainer kenne, die auch von gegnerischen Vereinen, die dann gesagt haben, ja, ihr Torwart, der ist zu klein, sie haben den größeren, wo ich mir denke, das ist doch völlig wurscht im Kinderbereich, wenn dann fängst du halt mal ein Tor, was über den Kopf reingeht oder sonst was, sondern es geht ja um die Entwicklung des Torwarts. Und es gibt einfach Tore, Bälle, die er nicht fangen kann. Und das Gleiche ist ja so später so D-Jugendalter, auch wenn einer später vielleicht 1,90 oder 1,80, 1,82 wird, was eine ausreichende Torwartgröße ist, dann werden auch einige Bälle reingehen, die er später hätte, weil einfach die Größe nicht reicht und oder halt aktuell nicht da ist. Und deswegen ist es völlig egal. Es geht um die Fähigkeiten. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, abzugrenzen, so was sind die
Bereiche, die die Jungs oder Mädels im Kinderbereich lernen. Weil wenn ich dann aufzähle, habe ich auch schon erlebt, habe ich mir mal einen Torwart angeguckt und dann hat der Papa von außen Volley, ja, Flanken reingeworfen, geschlagen. Und wo ich mir denke, das ist ein Neunjähriger. Finde ich jetzt nicht so passend und nicht so gut, wie soll er das hinbekommen? Und deswegen hohe Bälle, Raumverteidigung, Flankenthematik, erst Ende U13, Anfang U14, weil es die vorher auch noch gar nicht hinbekommen im Raumverständnis. Und Ja. genau, deswegen Größe noch völlig, völlig egal. Da geht es um andere Themen. Genau. Ja, das Thema übermotivierte Eltern, da habe ich schon mal ein eigenes Video zu gemacht. Das war auch sehr interessant, das kam auch gut an, weil oftmals ist es denn so, aber das ist jetzt nicht Kernthema heute, aber oftmals ist es so, dass die Eltern denn so ein bisschen mehr wollen als die Kinder und oft leider denn sehr häufig auch nicht besonders kompetent sind bei dieser ganzen Beurteilung. Da kommen da ganz, ganz wilde Forderungen raus, und wie du schon sagst, mit irgendwelchen Flanken schlagen. Als Neunjähriger, das ist natürlich bisschen too much, ne, auf jeden Fall. So, jetzt habt ihr jemanden entdeckt, einen Jungen irgendwo im Dorfverein, der ist interessant, der kann sich gut bewegen, der ist fußballerisch gut und der ist mutig, um mal bei den 3 Punkten von dir zu bleiben. Wie geht das denn weiter? Also, wann hat er denn die Ehre, zu euch in das NLZ einmal eingeladen zu werden? Was muss er denn tun? Wird er nochmal beobachtet? Wird er mehrfach beobachtet? Wie läuft das denn so ab im Groben und Ganzen? Ist natürlich so in jedem NLZ oder höherklassigen Verein natürlich anders. Meine Erfahrung in den verschiedenen Vereinen war jetzt so, dass wenn man den gesichtet hat, dass dann ein Termin gemacht wird und ja, dann ganz normal Torwarttraining stattfindet. Und es sind immer 2 Termine, weil der erste Termin ist immer auch so ein bisschen alles neu. Ist natürlich alles anders, man ist aufgeregt und durch den zweiten Termin bekommt man dann natürlich mal einen besseren Eindruck und genau dann wird meistens entschieden, ob es dann erstmal weiterläuft über einige Wochen, um sich auch nochmal ein komplettes Gesamtbild zu machen oder ob man sagt, ja, es reicht leider nicht. Also so war es auch bei den vorigen Vereinen, wo ich war. Und ich weiß auch von Kollegen von anderen NLZs, dass es da so ähnlich abläuft. Das habe ich jetzt aber, vielleicht war ich gerade zu dusselig, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Diese Termine, die finden denn aber schon bei euch statt oder sind das Termine vor Ort in dem jeweiligen Verein? Nee, nee, die finden bei uns statt. Okay, Genau. das heißt also, ihr habt jetzt jemanden gesehen, und dann kann es tatsächlich sein, dass der relativ schnell eingeladen wird auch. Ja, genau, das Okay, könnte gut. passieren. Okay. Wobei ich dachte immer, die Jungs und Mädels bekommen von dem ersten Termin vor Ort gar nichts mit, weil meistens kommen ja die Trainer nicht wegen einer Person, sondern um sich mal generell umzuschauen. Und deswegen hatte ich gerade nicht verstanden, warum du gesagt hast, aufgeregt. Aber wenn die natürlich bei euch vor Ort sind, ist das natürlich klar. Dann, also im NLZ aufgeregt sein und nicht richtig abliefern können, womöglich, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Definitiv. Gibt es da so ein Umkreis? Also bei uns wäre es jetzt zum Beispiel, also bei uns in der Nähe, das nächstgelegene NLZ wäre jetzt Bielefeld. Gibt es bei euch da unten im Süden so ein Umkreis, wo man sagt, ja, da fahren wir jetzt noch hin und da ist Schluss? Oder wie läuft das? Weißt du das? Ja, will ich jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen, aber es Ach ist so. natürlich schon so, dass, sag ich mal, mit Geheim. anderen konkurrierenden bayerischen Vereinen da die Okay. Gebiete sich überkreuzen. Ah, Genau. okay. Also ein Da sensibles sind wir Thema, nicht merke die ich. Einzigen. Okay. Also fahrt ihr mit Maske nachts los und guckt, wo. Inkognito. So nicht, aber. Ja, aber es ist cool. Also da haben wir zumindest schon mal einen Einblick darüber bekommen, wie so die groben Züge aussehen bei so einem Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum bezüglich der Sichtung, ne? Und dann werden die dann irgendwann eingeladen und wenn es denn passt, dann dürfen sie auch länger bleiben. Wie oft macht ihr in diesem Bereich, in diesem Jugendbereich Torwarttraining in der Woche ungefähr? Also in der U11
weiß ich auch von anderen Vereinen so, ist es so, dass es zweimal die Woche ist. In der U10 ist es noch einmal in der Woche, weil in der U10 geht es wirklich um die absoluten Basics. Wie fange ich oben den Ball mit dem Zehn-Fingergriff, also hier das V oder W, wie jeder auch so sagt. Dann der flache Korbgriff, dann so ein bisschen so das Fallen, Abrollen. Dann natürlich viele Sachen spielerisch denen beizubringen und natürlich auch so auch Übungen am Fuß, genau solche Sachen, natürlich auch so Koordinationsübungen, zum Beispiel zwei Tennisbälle zu versuchen zu fangen und überkreuzt hochzuwerfen, also auch viel für den Kopf, solche Geschichten, auch Bewegungsschule, Purzelbäume, Rolle seitwärts oder solche Geschichten. Und ab Also der klingt erstmal. U11 wird es dann schon, ich will es nicht komplex sagen, aber kommt schon ein bisschen mehr zum Torwartspiel dazu. Man könnte eigentlich sagen, alles außer Blocktechnik, also im 1 gegen 1 und alles, was mit Flanken zu tun hat, weil die Raumverteidigung komplett will ich nicht rausnehmen. Weil man zum Beispiel schon so ein bisschen ab und zu auch mal in die Querpassverteidigung zum Beispiel reingeht, weil das hast du im Spiel ja auch. Aber an sich geht es natürlich mehr so in die Techniken, genau, wo man natürlich dann anknüpfen, wenn er schon seit der U10 bei uns ist, wo es natürlich dann eine gute Basis aufgebaut hat. Wie fange ich sauber einen Ball, Grundstellung etc. Und dann geht es natürlich weiter, dass er lernt, wie komme ich zum Beispiel gut und schnell von A nach B mit verschiedenen Schritttechniken, Kreuzschritt, Ja. Sidestep. Genau, was einfach wichtig ist, weil wenn er dann später älter ist und der hat es nicht drin, dann hat er da einfach Riesenprobleme, weil vor allem ab der U13, U14 kommt einfach das riesen Thema Raumverteidigung dazu. Und gibt es ja auch erwachsene Torhüter, die, sag ich mal, da Probleme haben. Und deswegen ist es einfach extrem wichtig, dass die Basics bis zu 13 sitzen, weil es dann einfach weitergeht mit den komplexen Entscheidungen. Ja, das ist eins auch im Amateurbereich. Es ist immer das zentrale Thema, woran du merkst, ob ein Torwart mal höher gespielt hat oder nicht, ne? Also dieses Thema Raumverteidigung ist, würde ich sogar sagen, das komplexe oder mit eines der komplexesten Themen im Torwartsport, so will ich es mal nennen. Und weil es eben auch sehr schwierig zu trainieren ist, ne? Also du brauchst idealerweise mehrere Leute, Teile aus der Mannschaft, vielleicht ein Flügelspieler, der Ecken, Freistöße und sowas alles schießt. Ja, und wenn du denn gerade im Dorfverein bist, hast ja eh schon eine Luxusposition, wenn du einen Torwarttrainer hast und wenn du dann noch Leute hast, die mit dir das, ich sag mal, die Raumverteilung trainieren können, dann ist es ja fast schon wie im siebten Himmel, aber leider in der Praxis nicht wirklich häufig vorhanden. Also meistens ist es dann wirklich so, dass ja, so ein paar Bälle aufs Tor geworfen werden, aber man dahinter so keine wirkliche Strategie eben sieht, ne? Ich Aber habe ja, es die das ist so. letzten Jahre immer so gemacht, also dass wir es natürlich gar nicht trainieren, ist natürlich auch nicht richtig. Trainiere es vielleicht so, ja, 4, 6 Mal im Jahr. Als ich die U12 auch mal hatte, da habe ich es dann so Ende hin trainiert, weil es für die U13 dann einfach wichtig war. Aber in der U11 mache ich es auch so, dass ich es ja so 4 Mal im Jahr trainiere, wo ich aber halt den Ball hochhalte und dann das Kind erstmal lernt, wie gehe ich zum Ball, wie fange ich den runter, also nichts mit reinwerfen und sonst was. Und ja, dann später wird es halt nochmal gesteigert, den Ball reinzuwerfen. Aber das war es dann auch schon. Genau. Und bloß, dass es halt mal ein bisschen kennengelernt hat, aber komplett da reingehen, mache ich halt nicht. Und noch ein bisschen auf die anderen Techniken einzugehen. Also in dem Alter befinden wir uns halt im Kennenlernen. Und im Hinführen, also da, es geht dabei erstmal die ganzen Techniken, die es gibt, wie zum Beispiel auch das Tauchen, oder viele sagen ja auch ballferner Abdruck, oder Kippen ist auch ein Begriff dafür, dass das zum Beispiel beigebracht, gelernt wird. Und es geht bei den Geschichten auch erstmal auch nicht darum, dass es technisch perfekt ist, sondern so um das Kennenlernen und Hinführen. Und später dann in den anderen Jahrgängen geht es ja darum, das Ganze anzuwenden.
Und das sind so fünf verschiedene Phasen, kann man eigentlich sagen, wobei die jeder Verein anders definiert hat. Das ist für mich eher so eine Definition. Genau, und darum geht es den Kindern einfach so zu zeigen, wie geht das, aber halt auch noch nicht ganz exakt ja, darauf einzugehen. Es gibt natürlich Sachen, die sind natürlich schon wichtig, dass du zum Beispiel eher schon einen breiteren Stand hast. Die Hände halt auch, weil viele Kinder haben die Hände hier immer in der Mitte, bevor sie den Ball fangen und halt nicht außen. Und da muss man halt auch zum Beispiel mit Bildern arbeiten, zum Beispiel sagen, ja, warum fällt der Pariser Eiffelturm nicht um? Und dann kommen die meisten Kinder schon drauf und sagen, ja, weil er halt unten breite Beine hat, einen Fuß. Dann ich sage, ja, genauso ist es bei dir auch. Wenn du halt unten keinen relativ breiten Stand hast, dann fällst du halt um und bekommst Stabilität, wo wir halt auch jetzt schon im Thema sind. Unten schnelle Füße, aber oben der Oberkörper muss ruhig sein, auch die Hände. Und das sind halt alles so Themen, was man in dem Alter sehr gut mitgeben kann und mitgeben muss, wo man dann später dann halt auch ja, die positive Ernte ziehen kann oder auch das Kind halt dann auch weiterkommt, weil einfach ein sehr, sehr guter Werkzeugkasten auch schon da ist. Ja, definitiv. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein richtig, richtig cooler erster Einblick in die Arbeit eines NLZs und die Frage, wie komme ich an neue Spieler und Spielerinnen dran? Erstmal vielen lieben Dank für diese Gerne. offenen Worte und würde mich freuen, wenn ich mal weitere Fragen habe, dass ich dich mal wieder einladen darf in die Fängerschmiede, gerade im Jugendbereich. Werden da auch viele Fragen gestellt von Papas, von Mamas. Und wenn es mir denn mal zu kompliziert wird, dann würde ich gerne nochmal auf dich zurückkommen. Gerne. Lieber Daniel, ja, sehr schön. Ja, dann, wie gesagt, mach dir noch einen schönen Tag, Daniel. Du auch. Nimm die Kinder nicht zu hart ran und dann hören wir und sehen wir uns die Tage mal wieder. Ja? Alles klar, Super. viele Grüße. Danke dir. Grüße. Bis Ciao. dann. Ciao. Ja, das war's zum Thema NLZ-Trainer-Interview. Wir haben einige interessante, sehr interessante Dinge gehört. Und wenn du jetzt noch Fragen hast an den Daniel oder an mich in irgendeiner Art und Weise zum Thema Torwarttraining oder zu diesem NLZ-Thema, dann natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Restsonntag. Bedanke mich bei dir, dass du wieder eingeschaltet hast und wäre total begeistert, wenn du beim nächsten Mal auch wieder da bist, wenn es wieder heißt, hier in der Fängerschmiede, der Torwartkanal für den Amateurbereich. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und bis dann. Ciao.